gehört unser Findelhund? Das ist unsere Riesenfrage diese Woche. Er ist am vergangenen Donnerstag fast direkt in unser Studio gelaufen. Ja. Wir alle wussten nicht, wo kommt dieser Hund her und sind seitdem auf der Suche nach der Besitzerin oder dem Besitzer. Ja, der war wirklich total aufgeregt und vollkommen fertig. Unser Reporter, der ist ihren Hinweisen jetzt nachgegangen. Und währenddessen hat Jan, unser lieber Kollege, das Findelkindchen schon mal im Tierheim besucht. Er hat gesagt, Probegassi gehen. Ich glaube, ja, der ist etwas heiß auf den Hund. Süß sieht er aus, mit seinen großen, treuen Augen, die ein bisschen ängstlich gucken. Das ist unser Sat.1 Frühstücksfernsehen Findelhund. Seit Donnerstag ist er hier in dieser Berliner Tiersammelstelle. Jan besucht ihn heute. Ja, also ich möchte natürlich mal gucken, wie es ihm geht. Ja, eine Hundedecke habe ich auch besorgt. Hunde mögen ja gerne so ein bisschen, dass es ein bisschen wärmer ist und kuschelig. Und die Hoffnung ist ja, dass er gesund ist und dass sich jemand meldet, und zwar die Person, die diesen Hund hoffentlich auch vermisst. Jan kann es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Wo ist er denn? Er ist gerade wieder rausgegangen. Komm her, Schatz. Hallo. Na komm mal. Na komm. Na komm mal her. Na? Hallo. Na, warten. Na hallo, Schnuffi. Ja. Ist klar, er will raus. Ja, klar. Nicht nur das komplette Frühstücksfernsehen-Team ist diesem Hund verfallen. Auch der Pfleger scheint schon angebissen zu haben. Von seiner Art und Weise ist es echt ein treu-doofes Schaf, sage ich einfach mal so. Sind die clever? Die sind eigentlich clever, sind ja Jagdhunde. Und sie sind eigentlich auch sehr robust und auch sehr bullig und alles. Und er ist so ein, der sowas dazwischen. Aber er hat einfach ein treu-doofes Gesicht und er ist einfach nur niedlich. Unser Findelhund wurde mittlerweile auch ordentlich untersucht. Das Ergebnis, er ist topfit. Und wegen der Beule im Nacken gibt es Entwarnung. Das ist eine Umfangsvermehrung. Das haben viele große Hunde, gerade auch Ridgebacks. Mhm. Es ist jetzt nicht lebensbedrohlich. Und dann macht sich Jan noch einen schönen Nachmittag mit unserem Findelkind. Unser Reporter Sebastian ist mittendrin bei der Suche nach dem Herrchen oder Frauchen. Über unsere Facebook-Seite sind ganz viele Hinweise gekommen, die ihn zur Berliner Bahnhofsmission führen. Also die einzige Information, die ich bisher habe durch unsere Zuschauer, ist vermutet, dass es ein Obdachloser ist, dem dieser Hund gehört und der soll wohl öfter hier sein. Deshalb, wenn Sie mir helfen können, gerne. Total gerne, nur so ein bisschen schwierig. Wir haben jeden Tag hier 600 Gäste. Da könnte man ja noch den Überblick behalten. Insgesamt sind das aber ungefähr 5000 Menschen, die uns aufsuchen. Wir werden gucken, aber mal schauen, wie groß die Erfolgsaussichten sind. Jetzt heißt es durchfragen und Daumen drücken. Okay. Haben Sie ihn schon mal irgendwo gesehen? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein großer Hundenarr, der wäre mir aufgefallen. Es kann schon sein, dass der in letzter Zeit auch hier war mit seinem Herrchen oder Frauchen. So ein ähnlicher Hund ist vor 2-3 Wochen, glaube ich, schon mal hier gewesen, hier vor unserer Tür. Nee, habe ich noch nie gesehen. Richtig weiter kommt Sebastian hier nicht. Der Missionsleiter hängt für uns noch ein Foto in der Bahnhofsmission auf. Gerade als unser Reporter seine Suche für diesen Tag beenden will, erreicht ihn eine neue Facebook-Nachricht mit Telefonnummer. Ja, hallo, Frühstücksfernsehen. Sie konnten Angaben zu dem Hund machen? In Thüringen? Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg. Wartet in Thüringen der entscheidende Hinweis auf den Besitzer oder die Besitzerin unseres Findelhundes? Demnächst mehr